Ich bin froh, heute die Grußworte auch des Senates zu entbieten, deren Mitglieder wir uns viel mit Engagement, Energie und Emotionen an der Rektorswahl von Hubert Hasenauer beteiligt haben. Das war im vergangenen Jahr. Wir haben seitdem eine sehr gute Übergangsphase zwischen den Rektoraten erlebt. Respektvoll, transparent und sehr arbeitsam. Dafür danken wir besonders unserem Rektor Emeritus Martin Gerzerbeck, dessen Handschrift auch dieses trägt, und seinem Team sehr. Wir hatten das nicht anders erwartet. Wir sahen und sehen und erleben nun mit viel Interesse und Freude das neue Rektorat bereits aus den Stadtblöcken heraus, den ersten Sprint schon hinter sich gebracht, beim Aufnehmen von Geschwindigkeiten für die neuen Herausforderungen. Wir leben in Zeiten stürmischen Wandels, nicht nur was das Wetter betrifft. Und selten waren die Universitäten für die Zukunftsfähigkeit von der Gesellschaft so gefragt und auch gefordert wie heute. Als verlässliche und gleichzeitig dynamische Räume des Wissensschaffens und Wissenstransfers. Um genau diese Aufgabe nachhaltig zu meistern, ist es umso wesentlicher, ein Team an der Spitze zu wissen, das nicht nur nach innen fruchtbar gestaltet, sondern auch im Beziehungsgeflecht nach außen erfolgreich wirkt, wirbt und kämpfen kann. In diesem Sinne wünschen wir der BOKU, dir, lieber Hubert, und deinem Team einen klaren Blick, alle Kraft, aber auch Freude und sportlichen Ehrgeiz für die kommenden Rennen. Lange, kurze Sprints mit und ohne Hürden. Und kann versichern, der Senat freut sich auf eine kritische und konstruktive und freudige Zusammenarbeit mit dir, mit euch, für die BOKU.